ja. Könnte gut möglich sein, dass ich gerade online bin. Jetzt mal abtesten. Ich wollte eigentlich schon wieder vor, ja, eigentlich wollte ich um 5 online sein. Dann kam ich auf den Klops, ne? Ah ja, man muss ja zwischendurch auch mal essen. Und B, deswegen bin ich gerade abgelenkt, versuche ich gerade diese Elgato Gamecard hier zu integrieren. Moment, damit ich auch die PlayStation 4 hier hin streamen kann live, aber da ist so eine, da gibt es so eine leichte Verzögerung. Da muss ich erstmal dann irgendwie mit dem Sound, mit dem Mikrofon, mit der Webcam, da muss ich dann irgendwie so anpassen, dass das wieder synchron läuft und dann geht's. Ja, muss man sich halt mal so ein bisschen mit beschäftigen. Ja, warum sind wir uns hier? Ne? Wir haben uns heute hier versammelt. Ne, um dem kleinen Äberpriester hier beim Questen zuzugucken, beziehungsweise ihr guckt mir zu, wie ich dem zugucke. Ja, wie auch immer, egal. So, ich bin auch schon ganz heiß und ganz rattig so ein bisschen, weil gestern, da hat man, kaum einen Tag spielt man nicht, schon hat man Entzug. Ich hatte nur zwischendurch, das kann ich euch gleich mal zeigen. Moment, ich schalte mal hier einmal kurz nur hin. Zack, da hatte ich den kleinen Äber schon zwischendurch mal, also nicht den Äber eingeloggt, sondern den Amaragnos und habe mal ein bisschen die Level hier nachgezogen. Mittlerweile habe ich mir auch einen Bär geholt und ich habe total vergessen mit dem Bären, dass man da auch Fähigkeiten zum Trainer, ne, dass man sich die ganze Plöre abholen muss. Aber okay, um ihn geht es ja nicht. Ne, geht ja um ihn. Da habe ich noch was ganz anderes gesehen. Da muss ich gleich auch noch mal eben schnell testen. Ich glaube, man hat nämlich am Anfang bereits einen Bankplatz. Ja, aber dauert noch eine Sekunde, bis es hier losgeht. Ne, ich mache mal eben, ne, ich drück mal hier, ich mache mal hier. So ein gleiches Gefühl, so ein Anflug von Wärme. Ne, also ein paar Minuten, ich denke, ich werde gleich loslegen. Aber Moment, ich mache den mal hier rein, damit das so aussieht, als wenn hier einer hingehört. Ne, ich verziehe mich jetzt noch einmal ganz kurz aus dem Bild, mache noch 2-3 Vorbereitungen und bin dann gleich da und dann geht's los mit World of Warcraft Classic. Eber, der Erfolgspriester aus Dunmorg. Beim Questen. Bin gleich wieder da. Ne, haltet noch eine Sekunde durch. Hat man denn hier Sound? Ich glaube, ja, da düdelt, glaube ich, irgendwie was. Ne? Ich hoffe, der lockt sich nicht aus. Denn heute, ne, Samstag, Wochenende, der Server, ne, Venoxis, der ist voll. Ich habe gerade schon 18 Minuten warten müssen, bis dann überhaupt der Login funktioniert hat. Ne? Jetzt bin ich drin. Jetzt darf man nicht wieder ausloggen. Ne? Das darf nicht passieren. Deswegen, wenn wir hier so hin und her klicken. Kriegsgnomen. Gnomenburg. Ja, und die Zwerge, die sehen bei mir irgendwie, ne? Alle gleich aus. So, mit ihm hier geht's gleich weiter, ne? Ach, da oben steht auch Classic. Fällt mir jetzt erst auf. Schön. Ja, und Addons. Ich habe mir den Heal. Wie heißt das? Healbot. Der heißt tatsächlich so. Healbot. Ich dachte, das Ding hieß Healmeter oder so. Aber nein, Healbot. Ich habe ihn mir mal installiert. Einfach mal, um zu gucken. Werde ich gleich auch mal so ein paar Minuten. Ich bis gleich. Auf.
Moment, da bin ich noch mal kurz. Ich habe gerade gesehen, das sieht ja total doof aus, wenn ich diesen Screen hier drin habe. Wie gesagt, ich muss eigentlich nur aufpassen, dass ich mich nicht auslogge. Ich gehe mal auf den hier zurück. Dann habt ihr wenigstens auch den, haben wir hier den Chat und so. Haha, ich bin ja ein Fuchs. Mal. In eher unregelmäßigen Abständen. In ein, zwei Minuten geht es los. Ne? Also keine Panik, ne? Gleich ist es soweit. Eva ist da, Eva, lock dich nicht aus.
Luck. So, da habe ich mich dann hier mal wieder hingeworfen. Ich musste noch ein bisschen Nahrungsmittel zu mir nehmen und habe noch mal eben schnell hier schon mal durchgecheckt und jetzt checke ich immer noch, aber okay, ich schalte jetzt schon mal hier um. Beziehungsweise ich kann ja eigentlich auch sofort schon mal einloggen. Ne? Erstmal hier der kleine Äber, der Erfolgszwerg. Ich drücke auf Loggen. Oder so logge er in. Puh, ja. Versuche ich eigentlich gerade mal eben schnell hier mein Teststream, beziehungsweise mein Stream hier, meine Übersicht. Hoppala, im Auge zu behalten. So richtig schön funktioniert das aber nicht. Das ist, wenn Browser so aussehen. Ne? Ja, also weiß. Das ist ja scheiße. Mann, ist das scheiße. Aber egal, wir sind so eingeloggt. Eine Sache wollte ich jetzt noch sofort mal testen, und zwar in der Bank. Da hatte ich gesehen. Na komm, jetzt geht's. Wunderbar, Teststream ist da. Jetzt muss ich hier nochmal schnell gucken. Ich stelle ja ständig für alle möglichen Spiele, stelle ich ja hier mein Setting um, anstatt mir mehrere Szenarien irgendwie zu erstellen. Was gehen hier für lustige Fenster auf? Wollte nämlich, der muss wieder angeschaltet werden. Dann hatten wir, Moment, den hatten wir auch noch. Allerdings hatte ich den, der wieder zurückschieben. Ganz dezent da unten in die Ecke. Da lassen wir mal. Ne, ist zwar wieder ein bisschen bitter, ne? Weil wir keine 200.000 Leute zugucken, aber muss man mit leben, ne? Es gehört ja dazu. So, Donation-Ticker da oben ist am Laufen. Ja, der verschwindet da so ein bisschen im Nichts und ja, ist egal. Jetzt muss ich nochmal gucken. Eine Alertbox ist auch drin. Er hier ist auch drin. Braucht man nicht, ist aber trotzdem drin. Scheißegal. Ja, und dann könnte man eigentlich loslegen. Ja, das Gute ist, auch wenn ich gestern nicht gespielt habe, also gestern nicht live gehen konnte, hat sich aber immerhin unsere EP da unten so ein bisschen angesammelt. Ne? Das hilft uns ja ein wenig weiter. Und hier, ah, schön, schon mal im Vorfeld zum Testen. Ja, die anderen Zauber, die hier schon eingerichtet sind, die habe ich noch gar nicht. Oh, geil. Aber egal, egal. So, wie ich glaube, ne, ich bin bereit. Bin ich bereit? Ich bin bereit. Bin bereit. So, alles klar, was mache ich denn jetzt? Ich bin hier im Wald von Schlag mich tot. Nein, ich bin im Sturmwind. Ich war beim Lehrer gewesen. Das ist immer so ein bisschen so dieses, ne, ich muss rekapitulieren. Armee von Sturmwind. Da war doch was gewesen. Genau, wir sollten nicht hier, sondern da sollten wir nochmal hingehen eigentlich. Ich weiß nicht, ob die Kammwacht da gewesen ist, aber irgendwie sollen wir zu diesem, ne, Thomas, oder wie er ist, Tobias, Thomas, zu dieser Wache. Thorsten, Torben. Die Wache. Da sollten wir auf jeden Fall hin, ja. Frag mich ja immer, ob sich das lohnt. Wobei, auf der anderen Seite, ne, jede Quest lohnt sich. Auch hier Schimmerstarkbier, das macht mich total fertig. Mittlerweile weiß ich übrigens, wo das ist. Und ich habe rausgefunden, und vielleicht lasse ich mich dazu bekehren. Loch Modan. Ich will es nochmal in den Raum geschmissen haben. Loch Modan. Warte, ich mache einfach mal. Mach unterschiedliche Dinge. Fliege jetzt noch nicht los, sondern ich wollte hier nur über die Mauer springen. Ja, Sturmwind bietet sich gerade so nahezu an, ne? Das ist ja. Ne? Moment.
Ui! Ach, guck mal, ich bin nicht der Einzige, der sowas macht. Weed Girl. Was ist da passiert? Wurde ich gebufft? Warum? Wieso? Ich renne jetzt los. Ich wollte die Quest eben schnell abgeben. Also gucken, was da in dem Bereich noch ist. Dann gegebenenfalls zum nächsten Flugpunkt weiterlaufen und dann überlegen, ob wir nach Ironforge bzw. nach Loch Modan zurück fliegen. Auch einfach nur, weil ich da gestern Nacht, also das habe ich ja nicht gestreamt, weil ich mit meinem Jäger da unterwegs gewesen bin. Was ist hier auf einmal? Was ist das und warum ist das da? Ach Moment, ich glaube, das war so ein Kontrollmonitor, dass man gesehen hat, auf welchen Zielen sind schon welche Zauber aktiv. Das ist ja hier unten normalerweise. Ja, sieht man das aber auch. Der gehört jetzt nicht zur Gruppe. Keine Ahnung. Also ich habe mich mit diesem Heal-Bot. Ich mag das Wort nicht da drin, obwohl das passt ja. Der Healbot, der macht einem die Sache eben einfacher. Anstatt dann in der Gruppe immer anzuklicken, Zauber zu wirken, kann man hier einfach mit Mitteln, also Mausrad, macht da diesen hier und ich könnte jetzt noch andere Zauber. Also insgesamt, ich weiß nicht wie viele insgesamt. Gibt ja auch Shortcuts, habe ich nie gebraucht, aber man kann ja echt Shortcuts auf die Dinger hier drauflegen. Zwischendurch, okay, ich mache jetzt dieses Autolaufen irgendwie, aber man kann sich ja, normalerweise bewegt man sich ja noch mit WASD. Okay, ja, also dieser Part heute, der ist gezeichnet. Und zwar im Zeichen des Questens. Control Monitor, wie gesagt, der wird sowieso irgendwann zwischendurch bei mir hier den Geist aufgeben. Aber ich habe dort immer ganz gerne im Blick auch den Chat, da ich ja nur im Moment auf Twitch streame und die Parts dann runterlade und auf YouTube wieder hochlade. Ja, es geht also nur wegen den Covern, wegen den Thumbnails für die Videos und ich mache es ja nicht regelmäßig. Also auf YouTube kommen die Parts dann raus, bleiben aber auch langfristig da. Also ich habe da wirklich so eine Playliste und ich habe es schon mehrfach gesagt, mir ist ja durchaus bewusst, wen in alles in der Welt interessiert im Grunde, wie einer hier so ein Priester hochquestet, ne, hochlevelt. Ein Priester. Ich meine, das machen natürlich alle möglichen Leute, aber wer will sich angucken? Man kann das höchstens irgendwie nutzen, um zu sagen, ey, wie war das mit der Quest nochmal? Wie hat er das da hingekriegt oder wie hat er das nicht hingekriegt? Ja, natürlich, ich bin doppelt so lahmarschig. Ist das physikalisch und grammatikalisch in Ordnung? Doppelt so langsam zu sein wie andere? Oder sagt man dann halt so schnell? Sollte man mal drüber nachdenken. Ich habe total den Faden verloren, schon wieder. Ja, ich wollte irgendeinen Scheiß erzählen. Ja, sorry, ich neige noch immer dazu. Hier, mein kleiner Elfenjägerling. Plang. Oh nein, ich bin PvP getaggt. Verdammt. Und das auf dem PvP-Server. Aber, ne, da war ja was. Ne? Wir befinden uns ja jetzt in einem Allianzgebiet. Muss man ja unterscheiden. Es gibt ja Allianzgebiete, so wie das hier. Es gibt Hordengebiete, wie, sagen wir mal, das Brachland. Brachland in Klammern. Weil wir können da natürlich auch hin, aber das ist so grundsätzlich ist das Hordengebiet. Das heißt umkämpftes Territorium, glaube ich. Und da ist PvP, glaube ich, grundsätzlich immer an. Und in diesen Gebieten hier, ne, wenn wir jetzt nicht PvP machen wollten, müssten wir es nicht. Ja, ich ne, lauf und lauf. Aber ganz ehrlich, ich bin schon echt so ein bisschen wuselig und wuschig und ich freue mich auf bevorstehende Instanzen. Jetzt, wo ich weiß, dass der Healbot funktioniert. Also hier, bam! Das ist nicht bescheißen. Ansonsten kann man auch sagen, beschiss ist auch hier Deadly Boss Mods. Habe ich noch nicht mal drauf. Ich habe wirklich nur den Healbot installiert. So, bring 8 Zerrissene. Ja, ich bringe.
und ja, Murloc-Flossen. Für die Allianz. Na gut, aber die waren ja auch hier. Murlocs, Level 3. Ja, komm. Das sollte, dürfte, müsste, könnte und hätte und sollte eigentlich gar kein Problem darstellen. Allerdings sehe ich gerade, ich hätte mich vielleicht mal ein bisschen... Ich achte da echt nicht drauf. Also ne, ich freue mich echt darauf, hier in so Instanzen nachher mal so ein bisschen den Heiler zu machen. Das wird bestimmt witzig. Ich innerlich bete ich so ein bisschen, ne, hier war das, ne, hier inneres Feuer, ne, und verzweifeltes Gebet, ne, hab ich alles, nutze ich auch. Und zwar, wenn ich in Instanzen gehe, dann gehe ich eigentlich davon aus, ne, Leute, die WoW Classic spielen, das sind keine Neulinge in WoW, sondern die haben sich bewusst dazu entschlossen, Classic zu spielen. Wobei das ja nicht unbedingt heißen muss, dass das auch Leute sind, die wissen, was zu tun. Ne, ey, guck mal, was hat denn da Classic? Kenne ich nicht, ne? Drücke ich mal drauf. Ey, guck mal, die ganzen Add-ons sind ja gar nicht geladen hier, ne? Wie weiter wie 60 geht nicht? Wie? Ich habe nicht sofort meine Taschen voll mit Gold. Warum kann ich mir keine Taschen schicken? Ne, also, ne, auch das gibt es. Und ich will jetzt nicht unfair klingen. Also ich gehe davon aus, die Leute wissen, was sie hier tun und wie sie sich dann in den Instanzen dann auch zu verhalten haben. Und ich glaube, ich werde... könnte... Ich achte gerade die ganze Zeit auf das Ding da und wundere mich auch echt ein bisschen, was ist das für ein Fenster? Und warum kann ich das nicht verschieben? Das ist auch... Hey, wo auch immer man da drauf drückt. Da, oh. Sorry. Ich war beschäftigt mit UI einstellen. Ja, hey, da kann ich ein bisschen Skills prüfen. Verwirrt. Ah, okay, jetzt. Ne, braucht wohl eine Sekunde. So, jetzt geht es natürlich los, ne? Wie gesagt, mit diesem Gruppengelute und so weiter. Das ist immer so eine Sache. Ich muss zwischendurch mal tanken. Ich meine, hier mich auftanken. Ich bin außer Reichweite. Buja. Oh, keine Panik. Ich heile dich. Denn ich bin ein Priester. Meine Berufung ist es, anderen... Hallo? Weil ich kann auch überlegen, ne, von wegen, das wird einem ja später erstmal so ein bisschen bewusst immer mal wieder, wie man das macht. Von wegen, gibt ja Gruppenheilung, aber das war doch was als Disziplinser, also auf Disziplin. Da konnte ich doch hier Schilder verteilen, ne, da war doch was. Man hat die ganze Zeit einfach nur diese Schilder auch verteilt und dadurch, also nicht geheilt, sondern Schaden abgehalten.
antanken lassen. Immer schön looten, wenn andere noch am Kämpfen sind. So gehört sich das. Ja, aber das ist ja, wenn man ja auch Priester und Tank, das ist eigentlich eine super Kombination auch so überhaupt so zum Questen. Einfach weil, ich stelle mich natürlich hier gerade wieder an wie eine Graupe. Der Krieger, der kann ja so durchgehen. Der hat zwar keinen, also der hat keinen eigenen Heal, glaube ich. Nee, hat er nicht, ne? Ich glaube, in Klassik hatte der das noch nicht. Grübel, grübel. Nee, der hat er in Klassik noch nicht. Ach Gottchen, das ist aber neu. Dass man auch sieht, in welche Richtung sich gerade derjenige befindet. Ja, das ist so ein mächtiges Add-on, ne? Dieser Healbot. Ich strecke dich nieder. Kann ich doch nicht warten. Mein Mana ist zu niedrig. Nein, mein Mana ist nicht so niedrig. Total optimistisch. Moment, kann ich ein bisschen spielen. Schlag ihn mit deinem Stock. Ich brauche ein Ziel. Mir wird alles gegeben, ne? Oh. Bin ein schlechter Priester. Ich habe auch ganz. Ich zerrissene Murloc-Flosse. Ja, okay, wenigstens kommt man zwischendurch was rein. Außer Reichweite, schätzungsweise. Flosse. Wobei ich merke gerade selber, ne, ich sollte nicht nur sie schrägstrich ihn machen lassen, sondern vielleicht auch mal irgendwas bekämpfen. Wobei das ist doof, wenn man dann so in unterschiedliche Richtungen rennt. Ich mach trotzdem mal. Ne, weil dann nur sie zu mir kommt, um zu looten. Ich muss zu ihr rennen und irgendwann wäre die Quest rein theoretisch schon fertig. Ja, da haben wir es da. Und trotzdem behaupte ich einfach mal, also es geht schneller, einfach als Gruppenquest. Die Club-EP ist geringer und so weiter, ne? Ja, aber... Ich liebe dieses Geräusch. Wollen wir den Tank erstmal Aggro aufbauen lassen hier. Mana leer. Ja, danke dir, hab alle, ne? So, ne? Also ich meine, nett, dass nachgefragt wurde, aber
Ne, ist jetzt auch nicht nötig, irgendwie, da jetzt, oder also er, sie, es noch weiter kloppt hier, einfach nur wegen mir. Aber ich finde es, wie gesagt, nett, dass man nachfragt. Weiter, wie gesagt, finde ich super nett. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Bedarf würfeln. Ich muss näher ran. Moment, am Kisten, genau. Das lädt immer noch. Ganz schön zu erkämpfen, der ne, hier, welcher Level ist denn das? 8. Ah, okay. Hock. Dann sind die Gegner doch schon ganz schön hoch, dann ist okay. So, zack, zack. Aber schön. Ich freue mich gerade wirklich so ein bisschen über die Hilfsbereitschaft. Auch. Okay, einer noch. Ich gehe trotzdem mal. Ne? Die Gier, ne? Die Gier des Zwerges. Oh. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Lass mich den Geist freilassen. Ich bin doch bei dir. Kämpfe allerdings hier noch ein bisschen weiter, aber ich brauchte, glaube ich, auch nur noch einen. Während ich mit meinem Stock auf den Mörder kau. Genau. Na los jetzt, ich müsste doch jede Sekunde hier fertig sein. Das hast du jetzt davon, du kleines Fischwesen. So.
Makrele. Murlocs. Ich finde die spitze. So nervig, wie sie sind. So, jedenfalls. Also Westfall haben wir hier ja um die Ecke, ne? Trotzdem dachte ich mir, ich gehe nochmal zurück zum Lochmodan. Und zum einen diese eine Quest da auch noch abzugeben. Und auch wenn sich der Weg nicht wirklich lohnt. Eventuell dafür. Da war dann auch der Punkt, wo man dann Quests gekriegt hatte. Nein, Hilfe! Hilfe! Also ich hatte tatsächlich den falschen Eingang/Ausgang da irgendwie gewählt. Holzfällerlager. War hier nicht auch irgendwas gewesen? Quests womöglich. Aber wenn sich jetzt hier noch ein bisschen was auftun sollte, dann gibt es ja keinen Grund, dass ich abhaue, ne? Oder, ja, okay, hier kriegen die Menschen ihre Pferdchen her. Ja, Menschenholzfäller, ne? Okay. Ja. Da ist was. Eine Quest zu abgeben. Wollen wir schnell hinrasen. Das war übrigens gerade und es ist okay. Ja. Das Licht für diejenigen, die Warcraft 2, Warcraft 3 gespielt haben. Das ist auch was. Auf Twitch könnte man das ja mal bringen, so ein paar Stündchen. Ja, so als Let's Play ist das albern, aber ich habe da echt irgendwie Bock drauf. Siehe den Ehrenfreund. Hätte vielleicht lesen sollen, was die will. Rotes Leinenkopftuch. Auch die Tiefenbahn-Razzia. Ja, ach, jetzt geht es wieder los, wisst ihr? Jetzt, ich glaube, ich werfe gerade meine eigenen Pläne schon wieder über den Haufen. Weil wenn wir einfach zurück nach Sturmwind gehen und dann mit der Tiefenbahn zurückfahren, dann könnte man die Quest natürlich auch noch eben schnell machen. Die hätte ich sowieso mal eben sofort machen sollen. Ich Idiot. Ja, und dann kommt's, ne? Level 14. Könnten wir schaffen, beziehungsweise ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es heute schaffen werde. Weiß nicht, ob man das wieder hört, ne? Aber ich habe hier schon wieder, ne? Ist am Plästern. Ich glaube, das habe ich aber mittlerweile in den Griff gekriegt. Wenn nicht, schreibt es mir in den Chat. Wobei, es dürfte nicht auffallen. Das Licht sei mit euch. Aber auch hier Krankenwagen. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ich habe hier, also ich wohne eigentlich an der Hauptstraße, wenn du so willst. Hier geht ein Kilometer. Also ne, ich wohne genau in der Mitte. Also ein Kilometer in beide Richtungen. Und jetzt kommt Polizei, Krankenwagen. Hier ist eine Kreuzung zwar irgendwo in der Nähe, aber an der Kreuzung machen die ihre Sirene nicht an. Nein, auf dieser Geraden. Die kann man wirklich auf ein Kilometer. Ne, ey, guck mal da hinten. In 20 Minuten ist der Krankenwagen hier. Ne? Auf dieser Geraden, da schalten sie die Sirene ein. Und dann fahren sie ohne Sirene oder ohne, ne, einfach so über die Kreuzung drüber. Weiß nicht, was das so ist. Hätte auch gerne Sirene und Blaulicht an meinem Fahrzeug. Soll man es tun?
Sollen wir, ich meine, hier werden die Quests, die werden jetzt hier grün, aber das heißt ja nichts. Ne? Für uns ist ja grün, heißt gut. Ne, kriegen wir irgendwie alleine auch noch gebacken. Kleinholzbündel. Wo finden wir das? Moment. Ich habe hier ein echtes Problem. Ich habe einen Liefertermin für eine Bestellung Holz und mir läuft die Zeit davon. Die Wölfe und Bären nördlich von hier haben meine Arbeiter von den Holzbündeln verjagt, die sie bereits gefällt hatten. Nördlich von hier. Norden ist oben. Also okay, nochmal hin. Wenn ich doch gerade hier bin, warum sollte ich jetzt zurück in die tiefen Bahnen rennen? Da kann ich das hier auch nochmal eben auf die Schnelle erledigen. Was soll's? Ja, ohne Spaß. Also ich nehme lieber Quests. Ja, es gibt für grüne Quests ein bisschen weniger EP, als wenn man die für gelb irgendwie abgibt. Aber ich gehe lieber auf Nummer sicher. Wie gesagt, ich habe es nicht eilig. Ich bin jetzt nicht hier um schnell Level 60. Für mich ist wirklich der Weg das Ziel. Ich erwähne es gerne in jedem einzelnen Part hier. Bei WoW Classic. Wenn ich schnell hätte machen wollen, dann hätte ich mir keinen Priester rausgesucht. Ich glaube zwar an anderer Stelle, so um die Level 20, 25 rum, wenn wir dann sagen, wir gehen mal in die eine oder andere Instanz. Ich glaube, dass wir dahingehend wieder dann die Vorteile haben. DD ist also beim Questen schon wesentlich schneller. Aber muss auch länger auf Instanzen, glaube ich, warten als ein Heiler. Deswegen bin ich der festen Überzeugung. Und deswegen, ne, ich nehme es hier gleichzeitig auf. Ne, ich kann also, entweder habe ich nachher recht und ich habe gerne recht, oder ich habe nicht recht. Ich habe nicht gerne nicht recht. Mach einfach mal hier irgendwas. Ne? Aber ich glaube, das ist nicht richtig, was ich hier mache. Holzbündel. Wir müssen irgendwo hin, wo wir Holzbündel haben. Finden und einsammeln können. Während wir gleichzeitig am Kirschnern sind. Seht nur, der Pfeil, der in meine Richtung zeigt. Tö. Ah, Holz. Holz. Wow. Ich wollte gerade noch ein paar Holz vor der Hütte Sprüche bringen, aber ich dachte mir dann im letzten Moment, lass mal. Ne, erwähne es nur so beiläufig und es entlockt vielleicht zumindest ein Schmunzeln. Stockskillen hier. Ne? Mal ja zwischendurch auch nochmal machen. Weil es wahrscheinlich einfacher ist, wenn ich einfach so ein Level 2er, Level 3er Startgebiet. Ja, und den dann, ne, langsam, aber sicher totprügel. Ist auch überhaupt nicht makaber, wenn man so macht. Ich habe es mir nicht ausgedacht. Das Spiel macht das. Das Spiel will, dass ich es tue. Die Stimme in meinem Auge. Frag mich gerade, warum töte ich die ganze Zeit jetzt irgendwelche Streuner? Die gehören doch gar nicht zur Aufgabe, oder? Außer die haben auch Holz in den Taschen. Im Norden, hat er gesagt. Nur im Norden, nirgendwo anders.
gibt's nicht so. Ich meine, wahrscheinlich gibt es noch mehr von solchen Quests, ne? Aber da erinnert mich ganz stark gerade an so eine Quest in. Gott, wie hieß das Ding? Strangeltorn. Hieß das hier immer noch auch? Hier hieß es noch Strangeltorn. Das haben die später umbenannt, oder? Grünhügel von. Nee. Komm ich nie drauf. Wenn sie es eingedeutscht haben, weiß ich gerade nicht, wie es hieß. Die grünen Hügel von Strangeltorn. Also das war, glaube ich, so eine Questreihe in Strangeltorn. Da war auch so eine Sammelquest, so eine gar merkwürdige. Ja. Ich sammle einfach mal Holz. Gerade gespawnt oder bin ich um den Zauberbaum einmal im Kreis rumgelaufen und Boom. Ich hau nicht mit meinem Knüppel ins Gesicht. Boah, muss das fies sein. Fällt mir gerade echt so ein. Wenn die mal mit einem Baseballschläger einen auf den Schädel geben, ne? Zack, tot, Gehirnerschütterung, bla bla bla. Aber so eine nicht tödliche Waffe, ne? So ein Stock. Ne, so, puck in die Fresse. Boah. Muss ja wehtun. Weil sie wieder so einen Scheiß kommen. Ich bin ganz normal, wie alle anderen auch. Holz. Ne? Und so sammelte er das virtuelle Holz mit seinem virtuellen Priester auf. Einem virtuellen Baum auf einer virtuellen Wiese. Weiß ich Bescheid. Holz, hier wieder, ne, Respawn mit Holz. Ja, ist doch alles im Allem, will ich nicht sagen, eine aufwendige Quest oder so, ne. Hey. Rotes Leinenkopftuch. Warum habe ich das Gefühl, dass wir um diese... Die Vias-Leute nicht drumherum kommen werden. Muss ich gleich erstmal lesen. So, erstmal bringen wir hier unserem Stöpsel das gute Holz. Nullarmbinden. Ja, die sind genau auf der anderen Seite, ne? Von Richtung Westfall. Aber hey, wenn man einfach mal so dieses Entschleunigte, ne? Einfach mal die Geschwindigkeit rausnimmt und auch die dämlichsten Quest versucht, so ein bisschen zu genießen. Sich mal genauer anzugucken. Ja, das dauert dann ewig. Aber dann ist das wirklich ein entspanntes Spiel. Seid vorsichtig. Hey, guck, halbe Level geschafft, ne? Läuft. So, gucken wir mal, ne? Dann gucken wir auch mal die Leinenwaren. Die Mitglieder der Devias. In Nordrhein tragen Masken aus Sackleinen. Die Masken der Devias in Elwin dagegen sind aus gutem Leinen, aus dem ich Qualitätsleinwaren herstellen kann. Bringt mir rote Leinenkopftücher, dann stelle ich daraus etwas für euch her. Okay, ja, ich wollte schon sagen, ach, ne, so ein Stirnband wäre doch mal was gewesen, aber Helme, war doch was, erst ab Level 30 oder Level 40 oder so. Wenn überhaupt. Und da fällt mir gerade ein, ne? Der braucht einen Hexenhut. Ne? Eber braucht einen Hexenhut. Ja. Yes. Ich weiß gar nicht, wo es den gab. Ist er zufällig gedroppt oder so? Ich will einen Hexenhut. Der muss keine Stats haben. Ne? Der muss nur so einen scheiß Spitzenhut, ey. Das wird total geil aussehen. Ich habe vergessen, wo die Leute sein sollen. Ach ne, Moment, hier, zack. Da war noch was. Nein, falsch. Knopfkarte. Ja, war das hier, war das da? Irgendwo hier war das. Da war doch ein Hof. Und da sind wir hin und
Da haben mich doch schon welche getötet, weil ich so einen komischen Goblin Devias Mann angegriffen hatte. In einem Haus. Immer in die Richtung. Ne, beziehungsweise ich laufe so einen kleinen Zickzackkurs und guck mal, ob da drüben auch irgendwas Deviasisches ist. Ne, ist von uns. Außenposten der Allianz. Join the Horde. Ich glaube, ich renne auch gerade nicht in die falsche Richtung, aber ich muss ja weiter nach hier. Ich renne da einfach mal ganz zielstrebig. Durch alle Gegner durch. Hallo, kleine Hexenmeisterfrau. Das ist so ein Phänomen, wobei ich kann ja dann wieder, ne, während ich hier laufe, kann man ja wieder irgendwas erzählen. Ne? Dieses, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. Es gibt so 2-3 Trigger-Geräusche. Ja, es gibt ein paar mehr Trigger-Geräusche. Ne? Also ich habe da so ein paar Geräusche, Wörter oder wie auch immer. Wenn ich die höre, dann ändert sich auch meine Stimmung schlagartig. Und das sind alles so, also meistens zum Guten. Das ist wie wenn einer dich beleidigt und bist sofort bam, sauer. Da gibt es so ein paar Wörter, wenn ich die höre. Oder auch Lieder, wenn ich die höre. Da muss man, egal auch wenn ich gerade schlechte Laune habe, da muss man erstmal doof kichern. Also ich. Und zwar ist das zum einen dieses Murloc-Geräusch. Ich muss sofort kichern, wie ein Idiot, wenn ich das höre. Nicht immer bewusst, meistens unbewusst. Und das andere ist das Wort Seegurke. Ich habe keine Ahnung warum. Ich bringe das mit nichts in Verbindung, das Wort oder so. Ne? Dass ich jetzt denke, es ist einfach das Wort. Also Gurke ist schon an sich ein lustiges Wort. Und dann kommt Seegurke. Dieses Wort Seegurke. Das ist echt keine Show. Ich höre das Wort Seegurke und muss lachen wie ein Idiot. Okay, sorry. Ich hätte wissen müssen, was dann passiert. Nee, also ich weiß nicht, habt ihr sowas auch? Seegurke. Das ist echt mein absolutes Top-Lieblingswort. Insofern man halt Lieblingswörter haben kann. Seegurke. Juhu, wir sind richtig. Freue mich immer, wenn ich richtig bin. Und irgendein Gegner wandert die Murlocs? Wir haben Wasser dazu gekriegt. Bin gar nicht so bewusst aufgefallen. So, mal gucken, ne, da oben, ja, da läuft immer noch mein Dingensspruch durch. Ich bin immer noch da, ne? Hallo! Da sehe ich immer noch da. Ja, alles klar. Seegurke. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ne, ich habe doch wirklich, ne, ich habe so ein paar Trigger-Sachen. Das ist auch, wenn ich dir, na, als Beispiel. Weiß ich, was ist das für eine Emotion? Ich will nicht sagen gehässig. Aber immer wenn ich von Saw, also den Film Saw, ne, kennt ihr, ne, dieses makabere. Immer wenn ich die Musik höre, also das Theme davon. Hello Zap, ne, I wanna play a game. Immer wenn ich das höre, dann werde ich sofort so. Ich weiß nicht, wie die Emotion heißt. Ne? Ich werde sofort so hinterlistig, hinterfotzig heißt das nicht. Ich mache ja dann auch nichts, ne? Aber man hat sofort so. Ich quassel mich hier gerade wieder um Kopf und Kragen. Das ist gar nicht der Hof, den ich meinte. Ich meine, wir sind trotzdem Sedivias. Da hinten war das. Da. Ach so, okay, so weit will ich aber gar nicht rennen. Muss ich aber auch gar nicht, das ist gut.
Ja, und während ich hier, wie gesagt, man muss ja, ne, oder eben nicht, man muss, mache ich ja immer ganz gerne so ein bisschen, nicht nur Entertainment versuche ich hier hinzukriegen, kläglich, sondern auch dann mal mir Gedanken zu machen, wo geht das Ganze hin. Wie gesagt, ich will ja nicht einfach nur diesen Questfortschritt jetzt so für mich haben. Nein, stopp. Ich möchte ja auf Level 60 dann auch hier so ein bisschen spielen und da bietet sich ja, es drängt sich förmlich auf, dass ich mir irgendwann Gedanken darüber mache, gehe ich in eine Gilde? Ne, oder reagiere ich irgendwann mal auf irgendeinen Gildenzeugs? Moment, da haben wir doch noch drei Gegner. Schafft Eber das? Das lädt immer noch aus. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Oh, das sieht aber nicht gut aus für den kleinen Eber. War zu langsam. Habe ich wieder nicht aufgepasst. Ja, ich war in Gedanken immer noch bei der Gilde, ne? Dass ich dann irgendwie, wenn einer, ne, rekrutiert, ne, geht man da rein, geht man da nicht rein, weil ich würde natürlich schon liebend gerne. Und ja, das ist, es ist kein Hauptaccount in dem Sinne. Also ich habe das jetzt wirklich für Twitch, ich habe überhaupt WoW für Twitch wieder angemeldet, ne? Also für Classic. Und jetzt habe ich natürlich auch so ein bisschen den Drang dann, aber auch, dass ich dann irgendwann, wenn ich denn soweit bin, dass man dann sagen kann, ja, ich will wenigstens Molten Core mitgehen zum Beispiel. Das ist auch der Grund, warum ich mir das mit diesem Priester-Questen hier gebe. Oder ein Paladin wäre auch was Gutes gewesen. Ja, einfach nur ein Priester. Also einfach ein Heiler wird immer benötigt für irgendwas. Ne, mir geht es nicht darum, hier jetzt die fettesten Sachen irgendwie abzustauben. Ich meine, natürlich bin ich auch itemgeil. Ich bin genauso itemgeil wie jeder andere, der WoW spielt. Ne, vielleicht ein bisschen mehr. Also ist es nicht das Dominanteste. Ich gönne auch anderen eher, weil ich, wie gesagt, hier... Ne, ich mache das für den Stream, für Twitch. Ich freue mich natürlich, wenn da irgendwie irgendwas kommt. Ja, da werdet ihr dann später sehen, wie der kleine Kinderchrist, ne, hier sitzt. Und ja, guck mal da, jetzt habe ich den Lavagreifer. Obwohl, er kann gar kein Lavagreifer. Aber wisst ihr, was ich meine? Hey, keine Divias. Das ist doch auch wieder, der kommt doch bestimmt danach. Ja, dann plötzlich heißt, ach ja. Ja, der Boss ist auch noch da. Eine Kiste. Ich will diese Kiste plündern. Ich habe sie mir verdient. Ich bin gerade drauf. Und ich gucke gerade so ein bisschen. Wir sind jetzt eine Stunde, bin ich am Stream. Ich habe ja spät angefangen. Also ich spiele ja jetzt nicht schon seit einer Stunde. Da muss ich mal gucken, war das hier nicht? Ich kann nicht mehr tragen. Inventar ist voll. Oder wir sind schon 13 Stunden und 45 Minuten dran. Ja, und auf dieser Stufe, ne, sind wir auch schon eine Stunde, 11 Minuten. Ja, aber ich gucke gerade, wir sind jetzt über eine Stunde am Stream gerade. Und haben das halbe Level geschafft. Also es scheint sich momentan auf jeden Fall immer noch weiterhin zu bestätigen, dass man so innerhalb von 2 Stunden... Durchschnittlich. Natürlich sind andere schneller und andere sind langsamer, aber ne, durchschnittlich kann man sagen, 2 Stunden pro Level. Ne, kommt, kriegt man hin. Jetzt hätte der gerade das Inventar wäre voll. Au. Ja, diese klitzekleinen Taschen, ne? Gilde. Nee, da war, bin ich schon ein bisschen länger mal überlegen. Ne? Aber ich glaube, jeder braucht. Aber dann würde ich natürlich vorher erst einmal so einen Gildenchef da anschreiben, ne? Und würde dann auch fragen, oder ey, hallo, ne? Ich twitche hier aber auch, ne? Beziehungsweise hauptsächlich, ja eigentlich nur spiele ich diesen Charakter auf Twitch. Ne? Kann ja sein, dass die das nicht mögen. Dass die dann sagen, ne, nee, mag ich nicht, will ich nicht. Ich hatte irgendwelche Raid-Versuche oder wenn nachher Teamspeak und solche Sachen. Ich kann nicht mehr tragen. Dann müsste ich mir überlegen, ob man sowas dann hier auch gegebenenfalls einfließt oder ob man das weglässt. Aber ich will ja auch nicht dann gleichzeitig irgendwie über Leute in der Gilde dann über Movement lästern. Und die
gucken mich dann nachher den Streamer. Nein, so mache ich ja auch nicht. Ich löse das, wenn dann, ganz öffentlich. Und ich kann es gar nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, ständig erwähne ich das. Also, dieser Spaß, so zwischen, beziehungsweise in Nostalgie schwelgen, während man sich hier die ganze Plörre hier nochmal so gibt. Wenn man sich so zurückerinnert. Und gleichzeitig dieses Gequäste. Ich kann nicht mehr tragen. Ich meine, ich muss es auch nicht haben, aber hier kommt Klick. Und irgendwo, ich glaube in den Pestländern war das gewesen. Jetzt werde ich mich damit langsam beschäftigen, mal so ein bisschen. Da gab es, glaube ich, auch eine Priesterquest. Oder ich weiß nicht, ob es eine Priesterquest ist oder nur die Möglichkeit oder... Aber auf jeden Fall gab es da, glaube ich, die Möglichkeit, dass man auch da einen epischen Stab bekommen hatte. Also eine Waffe mit Stats drauf. Stats. Ich glaube, das haben die hier alles integriert. Also das ist wirklich, was mich interessiert, ne? Ob hier Sulfuron-Hammer und diese ganzen Sachen, sind die hier drin? Gab hier immer nur solche Waffen. Aber ich glaube, wie gesagt, das gab auch so ein Epic-Dingen. Irgendwo. In den Pestländern. Ganz weit rechts. Ich komme nicht drauf, wie der Ort da hieß. Da waren auch überall Elites. Und da konnte man dann reingehen in so ein Dorf. Und ich glaube... Ich weiß nicht, ob die Quest da gestartet ist oder ob man die da finden konnte. Aber irgendwas war da gewesen. Ich habe nur ganz, ganz schemenhafte Erinnerungen. Während wir zurücklaufen. So, Fußpfotengnolle. Bin mir nicht sicher. Hallo, du Zwerg, du bist auch Priester. Ja, viel Erfolg dir. Er hat auch die Wache Thomas gefunden. Thomas. Die Wache. Der Typ an der Brücke. Ja, oder noch besser. Ne? Ich bin ja immer so, ich bin wie ein kleiner Schwarzmaler. Ja, ich mache mir immer viel zu viel Gedanken über jeden Scheiß. Mir ging gerade so ganz doof durch den Kopf. Stellt euch mal vor, ich gehe zu so einer Gilde hin und frage nach und alles ist gut. Und dann gucken die sich hier im Nachhinein so die Videos an, was ich hier so getrieben habe. Braucht ihr etwas? Dann sagen sie, also, nein, danke. Ja, aber ich bin doch ein Heiler. Ja, aber nein, danke. Wir wollen dich nicht. Geh weg. So, jetzt, ich mach einfach mal und schmeiß hier solche. Das Licht segne euch. So, ein rotes Hemd. Ein Hemd hat keine Werte und trotzdem will man es anlegen. Deswegen Wappenrock. Wo ist denn das Hemd? Da war das Hemd. Ich hatte schon ein Hemd an. Neophytenhemd. Neophytenhemd. Okay, in dem Outfit sieht man das sowieso nicht. Aber ey, da war doch was hier. Winterfels. Nein, irgendwo. Winterfell. Nein, nicht Winterfell. Fall. Keine Ahnung, aber irgendwo hat man doch auch einen Anzug hergekriegt und solche Mätzchen, ne? So ein schwarzer Anzug mit weißem Hemd, Schlips, Krawatte. Irgendwas gab es da. Okay, was machen wir als nächstes? Jetzt sind wir hier, ja, ne, so weit. Ich will nicht sagen, ne, wir sind nicht fertig. Also man könnte jetzt hier noch ein bisschen was machen. Aber ich überlege jetzt wirklich, ob man zurück nach Sturmwind soll, in die Tiefenbahn rein. Tiefenbahn-Quest erledigen. Eben schnell rüber zum Loch Modan fliegen. Um da eventuell die ersten Dinger so zu machen. Obwohl, man könnte auch einfach nach Westfall rein. Also da kann man auch questen. Ich will nur lieber jetzt das eine erledigen. Zum einen, wir haben ja auch nur einen Questblock mit 25 Quests. Ne, dann ist das weg und ist nicht verdampft. Dann sind wir zwar ein bisschen unterwegs jetzt, aber ich glaube einfach irgendwie, dass es das Richtige ist, das zu tun. Deswegen machen wir das. Ich laufe mal eben hier rüber. Es
Jäger! Mach mal eben schnell hier auf die Schnelle eine Aura der Aspekt des Rudels. Ganz beliebt, auch in Instanzen. Habe ich damals auch gemacht mit dem Kollege. Er hatte Reiten gab es da ja noch nicht hier als Team oder dass man irgendwo als Beifahrer oder irgendwie sowas. Ne? Und da ist dann mit dem Jäger Aspekt des Geparden. Da ist man dann rumgerannt. Ich glaube, was war das? 20-30% schneller konnte man laufen, ne? Habe ich nicht drauf geachtet jetzt. Ah, laufen. Ich glaube, hierfür waren wir ja auch noch bei weitem zu low. Ich glaube, das war mehr so, dass man hier noch ein bisschen was machen konnte, wenn es in Westfall noch nicht ganz gereicht hat. So um die Level 20 rum. Aber hey, vielleicht ist das wieder der richtige Moment. Man läuft ja wieder so rum, ne? Und Leute, abonniert meinen Kanal. Ne, abonniert meinen Kanal auf Twitch, ne? Unter twitch.tv/imkorgen. Alles zusammengeschrieben und naja, genauso wie mein Name hier eben halt lautet. Das gleiche findet ihr auf YouTube, ne? Unter youtube.com/imkorgen. Unter dem Pseudonym, unter dem Kürzel, da findet ihr mich auch auf Twitch, Twitter, Facebook. Ich bin überall. Das Einzige, wo ich noch keinen Sinn gesehen habe, ich sage nicht, dass das Blödsinn ist, ich brauchte es bislang nicht, ist, ja, ist das hier Discord, dieses Geschette, Foren, irgendwas. Ja, das wäre mir dann auch ein bisschen zu classic im Moment, sage ich, wobei ich kann es ja nicht grundsätzlich ausschließen. Ich habe es halt noch nie gebraucht. Ich kenne die Vor- und Nachteile nicht. Aber ich brauchte es noch nicht. Ab 14, 15 könnte man dann hier höchstwahrscheinlich schon irgendwas machen. Aber wo renne ich denn hin? Ich wollte so ein Nein, die Quest nehme ich da jetzt nicht an. Ich wollte doch eigentlich nur zum Flugmeister. Ich renne hier und renne und renne. Manchmal so. Ne, da quatscht man sich so ein bisschen fest. So, hallo mein Freund. Was kann ich für euch tun? Du kannst mich hier, ne, ich mach mal hier den Fliegerich nach Denheim. Ach, da bin ich ja genau. Speerkuppe Westfall. Nein, wir wollen nach Sturmwind. Und von Sturmwind wollen wir erstmal nach Ironforge wieder zurückfahren, damit wir dann von da aus nach, ja. Und dann gegebenenfalls wieder zurück nach Westfall. Ne? Aber das ist ein anderes Thema. Wisst ihr was? Sturmwind. Lebt wohl. In der Zeit hätte ich jetzt wahrscheinlich dann auch mein Level 14 erreichen können, hier durch Questen. Ja, wie gesagt, manchmal denke ich da so ein bisschen langfristiger und hätte, wie gesagt, lieber die Quest weg, will das Gebiet dann trotzdem noch irgendwie haben. So, da kriege ich dann hier auch schon die Nachricht. Ja. Hier einfach mal Nachrichten checken, wäre man hier um Flugtier, ne? Wie im echten Leben. Meine Stream-Übersicht bei Twitch ist bereit. Ich stream doch noch.
sind hin. Aber, Moment, während ich hier nach Sturmwind fliege, ne, da kann ich mal eben schnell aus dem Bild huschen. Ja, mal eben schnell einen Schluck trinken, glaube ich. Aber wir sind gleich da, aber wie gesagt, eine Sekunde. Ich bin... Mann, also ich glaube, ich meine, ich will mal. Rechtzeitig. Ich glaube, ich muss mir mal hier so eine Tasse, so ein Humpen, irgendwie so ein Dingen holen. Dann kann ich auch mal hier am PC was trinken. Wie gesagt, ich mache da nicht gerne hier die Pulle im Hals oder so. Also ein Kaffee geht klar, aber Kaffee, ich weiß auch nicht. Ne? Von Koffein kann ich nicht genug kriegen, aber muss nicht immer Kaffee sein. Ja, und Energy Drinks, ich glaube, wenn ich mit die... stellt euch vor, ich würde nervös quasseln die ganze Zeit. Beavis und Butthead, ne? I am Cornholio. Dann rede ich so schnell, dass da nur noch ein Piepton bei rauskommt, glaube ich. Ja, reite du nur, du Menschen, Rickard, Krieger, Schurken, Schurke war das. So, solltet ihr euch fragen, was wir hier gerade tun? Wir laufen zurück, also ich laufe zurück in die Tiefenbahn. Doch hier richtig, das war doch der. Oder? Ich sehe, es ist nicht richtig, das ist nicht der richtige Distrikt. Bergendistrikt, da muss ich hin, okay. Ne, für so eine Tiefenbahn-Quest und dann wollen wir nach Loch Modan. Modan. Meine Zauberflöte denn auch noch, beziehungsweise bevor ich da mit meiner Flöte rumflöte, erstmal meine Taschen so ein bisschen anleeren, aber ich sehe hier gerade und spontan keinen Laden. Oh, ein Händler, Schmiedekunstbedarf. Ich habe die besten Waren im Land. Einfach, weil es mich stört. So, dann eben schnell hier ein bisschen Blödsinn verticken. Ihr so? Ah, das Hemd. Das wollte ich eigentlich ja vorhin testen, bevor ich losgelaufen bin. Ich habe ja nicht dran gedacht, ne, aber... Style. Frage mich gerade echt so ein bisschen... Das wäre vielleicht auch so ein Ding, Atlas-Loot oder so, hätte ich vielleicht noch installieren können, dass ich dann gesehen hätte, ne, in welche Instanz muss ich denn überhaupt. Ich mache zwar nicht davon abhängig und ich gehe auch nur für EP oder Gold oder sonst was in so eine Instanz. Ja, aber wäre ja interessant zu wissen, wo man die besten Klamotten herkriegt, weil ich weiß gar nicht. Mir kam dann auch wieder so in den Kopf, weil ich letztens sagte, ja, ein Stab ist besser als ein Dolch oder eben halt Schildern-Item und...
Einhand, irgendwas. Aber einfach nur aus dem Grund, es gab, glaube ich, erst mit Level 40 oder so das erste Buch. Aber es gab vorher schon irgendwo irgendwelche guten Stäbe in Instanzen. Oh. Glück muss man haben. Hallo. Deine Zwergenpriesterin. Rotutz. Komischer Name für eine Frau. Aber ist ja keine Frau, ist ja eine Zwergin. Das, ja, ich meine, ich mache hier gerade eine Scherze, aber mein Charaktermodell sieht ja auch nicht besser aus. Mich gar nicht sie zu betrachten, aber sie hat hier so einen Dolch. Moment, ich. Was soll's? Dafür ist die Funktion ja da, ne? Hypnoseklinge. Ne, das meinte ich. Erstmal rausfinden, wo diese Items alle herkommen. So, und jetzt wollte ich erstmal Ratten fangen. Andere haben das scheinbar schon getan. Jetzt auch mal eben schnell. Nur noch Ratten finden. Da, eine Ratte. Mehr Ratte. Oh, ich bin gerade über eine drüber gelaufen. Das ist zu weit entfernt. Wieso habe ich das nicht sofort gemacht? Ja, weil sofort das Ding kam, ne? Aber ist das doch echt eine drollige Quest? Oder? Die drollig. Einfach mal bewusst questen soll. Oh, hier. Hey! Hinfort, hinfort! Dankeschön. Alles klar, und wir sind zurück in... Hey, er hat wieder was. Braucht ihr Hilfe? Bringt den Karton mit eigenartigem Fleisch. Zu Nipsi, im tiefen Manndepot von Sturmwind. Man sieht sich! Ne, das ist jetzt so dämlich. Ich fahre trotzdem. Ich fahre jetzt zurück, um da die Quest dann nochmal abzugeben. Ne, was soll's? Das sind ein paar Sekunden. Alles einsteigen in die Tiefenbahn. Ich hatte ja auch schon mal angesprochen, dass ich diese. Also ich finde das irgendwie total drollig. Es ist auch relativ einzigartig, oder? Gibt's das woanders auch? Das hier mit den Schiffen meine ich jetzt, dass man so von Schiff, ne, wirklich also von Ort zu Ort irgendwie fährt, so live. Ne, so eine Tiefenbahn. Ich finde das irgendwie total genial. Fand ich damals auch. Wollen wir den Bruder Nipsi mal... Außer natürlich, ich habe jetzt vergessen. Einzupacken. Untergrundrattenkebab. Mmh. Ah, das bekommen wir dann. Mmh.
hey. Ich wollte gerade sagen, vielleicht sind wir ja schnell genug, aber ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Ne? Die Quest abgeben und dann schnell wieder rein. Ja, also nehmen wir den nächsten. Seid gegrüßt. Alles klärchen. Ja. Aber hey, ne? So eine Kleinigkeit. Und schon hat uns aber doch auch weitergebracht. Irgendwie süß. Ja, das habe ich mir damals, ich weiß gar nicht, entweder habe ich es vergessen oder ich habe mir die Quest tatsächlich dann auch gar nicht so angeguckt, weil auch da immer, ne, wie schnell, wir müssen 60 werden, wir müssen hier jeden Tag, komm, Questen, Questen, Questen machen, hier, kloppen, kloppen, kloppen. Ich meine, okay, dann war man irgendwann 60 und fertig, aber das war, damals war es Stress, heute macht man auch Spaß. Das schmeiß ich mal so in den Raum, oder? Wie seht ihr das? Schreibt es mir in die Kommentare, in den Chat oder sonst wohin. Da ist sie wieder. Oh, ihr zwei. John Boy. Ja, es war Verschwendung und ja, ich müsste eigentlich, bevor ich gleich so richtig loslege, Nachschub kaufen. Nessie. Wir fahren mit dem Choo-Choo-Zug. Oh, das ist auch schon. So, da sind wir dann wieder zurück hier in das. Also er ist nicht tot, warum liegt er da? Komisch. So, jetzt hupse ich mal hier runter. Warum ist hier alles so überdimensioniert gebaut? Was ist das? Fahrplan? Zurück in Ironforge. Stellt sich mir die Frage, laufe ich von Ironforge einfach den regulären Weg? Oder was ist das? Noam. Welch Freude, euch zu sehen! Wir haben den Kontakt mit Bingles verloren. Er hat zu seiner Aufklärungsmission über Gnomeringern geschickt. Er wurde zu einer geschickt. Und hat sich seither nicht. Als einer Woche nicht mehr gemeldet. Ich weiß, er hat sich selbst in die Luft gejagt. Zuletzt sah man ihn über dem Loch fliegen. Okay. Alles klärchen! Ich wundere mich gerade ein bisschen, ob man hier jetzt eine Quest auch dafür gleich kriegt, also bekommt, ne, im Sinne von annehmen kann. Aber was wollte ich sagen? Ob wir jetzt laufen zum Loch? Da war nämlich, glaube ich, sogar noch eine Quest. Also ein oder zwei dann auf dem Weg. Fliegen, dann müsste man, ja, da müsste man hin und zurück. Ich glaube, da bleibt sich gleich. Das bleibt sich gleich. Ich glaube, wir gehen hier raus und laufen einfach dann dieses Mal dann den regulären Weg. Ja, das ist doofes Gelaufe, ich weiß, aber dann haben wir das auch hinter uns. Ne? Jedes bisschen zählt für uns. Und auf dem Weg dahin kehre ich mal ganz kurz in die Bank ein. Ich glaube nämlich, dass mir was, ich glaube schon zwei oder drei Mal ist mir das jetzt passiert.
Also ich habe es einfach übersehen und war zwei, dreimal da mal da. Also ich habe es zwei, dreimal übersehen. Dass wir, glaube ich, schon ein Bankfach haben. Das ist einfach so da. Man kann zusätzliche Bankfächer kaufen für 10 Silber. Hätten wir mittlerweile, glaube ich. Aber ich glaube, wir haben schon ein ganz normales Bankfach. Was geht ab? Ne, hier. Ich habe immer nur da drauf geguckt. Ach, man muss kaufen. Ja, ja, das sind die zusätzlichen. Ne? Heißt, wir können so die ein oder anderen Kleinigkeiten, die man im Grunde, ne? Hier Dingens, falsches Schwert. Sachen, die brauchen wir ja im Inventar. Dauerhaft. Sondern solche Lachen, ne? Tasche mit Urmeln. Verringert die Chance, das Ziel zu treffen, 10 Sekunden lang um 25. So, wir hatten auch irgendein Feuerwerk, ne? Da habe ich das schon verkauft, weggeschmissen oder ich sehe es. Ne, da ist es. Auch noch nie benutzt. Ja, ich wollte es einfach nur mal, ne? Man sieht sich! Beziehungsweise, falls ihr das gesehen habt und euch dachtet, wieso geht der Kerl, wieso drückt er da nicht einfach mal drauf, der Idiot? Ja, ich hab's nicht gesehen. Hat ja auch keiner was in den Chat geschrieben. Sonst hätte ich das auch eher rausgefunden. Gehabt. So, wir laufen jetzt zum Loch. Wir laufen zum Loch. Ja, es wird ein langer Weg. Ich bin gespannt. Lass mich mal kurz auf das Zeitmessgerät gucken. Moment, hier konnte man doch sogar... Ja, das gab es damals auch schon, ne? Die Alarmzeit. 24-Stunden-Modus. Nee, ist nicht richtig. Hier gab es aber mal eine Stoppuhr. Da, und da ist sie doch. Das heißt, selbst wenn ich vergesse, gleich darauf hinzuweisen, dann habe ich zumindest in dem Video dann die Stoppuhr. Ne, wann sind wir losgelaufen und wie lange haben wir benötigt? Also nicht. Ne, andere sind wahrscheinlich schneller. Ich glaube, ich laufe. Moment, wir müssten hier direkt nach Osten. Alata, Level 13 Priester. Auf dem Weg zu Level 14. Ein bisschen haben wir noch vor uns. Ne, also ihr merkt schon, ich bin jetzt auch kein Power-Quester oder irgendwie sowas, ne, der hier ganz stramm durchzieht. Sonst würde ich auch mehr als 2 Stunden pro Tag hier sitzen. Aber den Drang habe ich nicht mehr. Also nicht stundenlang zu sitzen, das mache ich so oder so. Aber ich nehme ja mehrere Sachen gleichzeitig auf. Also nicht gleichzeitig, immer nacheinander, aber... Ja, so, guck mal rein. Ich habe auch vorhin, also bevor es hier dann losging, habe ich Destiny 2 gestreamt. Ne? Ich wollte es mir einfach mal angucken. Fand ich auch sehr interessant. Ne? So ein Shooter-MMO, also nicht MMO, also Shooter-Rollenspiel, irgendwas. Hat mir gefallen. Musste ich mich dann selber so ein bisschen bremsen, sonst hätte ich echt ein bisschen zu viel und zu lange Gas gegeben. Stimmt, ja. So, und gehe heute gegen Abend. Ich meine, eigentlich gehört es ja hier gar nicht rein. Das will, ne, Leute, die sich WoW jetzt hier angucken. Ich meine, wahrscheinlich ist es sowieso, ich sehe gerade, live ist sowieso nicht so viel los, ne, was Zuschauerzahlen angeht, aber wenn später irgendwelche Leute hier dann mal so reingucken, ne, also hallo, grüß dich. Schön, dass du mal reingeschaut hast. Auf jeden Fall, hier nach streame ich dann Minecraft. Allerdings, wenn ihr das Video hier in 2 Wochen erst seht oder ne, das Video jetzt schon wieder 2 Wochen her ist, dann habe ich vor 2 Wochen dann Minecraft gestreamt, hier nach. Weil die meisten Leute, die sich dann WoW angucken, dann trotzdem nicht interessiert, weil es ja nicht WoW. Man kommt ja dann wegen WoW gucken und nicht wegen Minecraft. Und Twitch ist verwirrend für mich. Ich bin dazu nicht zu alt für. Jetzt ist die Stimmung im Arsch. Jetzt ist die Stimmung im Arsch. Ich weiß Bescheid. So, wir laufen jetzt hier hin. Damals sind wir hier rein. Ne, da rein. Hier rein, da rein. Ich glaube, jetzt müssen wir hier rein. Auf der anderen Seite ist der Loch. Und da macht das den Unterschied. Wir sind dann oben rausgekommen. Jetzt müssen wir hier unten raus. Dazwischen sind noch so kleine Gebiete. Ne, oben raus, unten raus, weiß Bescheid.
Das erledigen wir jetzt. Deswegen laufe ich hier so rum. Ne? Und die Zeit, die vergeht. Ich hätte gedacht, das dauert länger. Ganz grob, ich hätte jetzt so mit 15 Minuten, hätte ich jetzt locker gerechnet, sind wir am Laufen. Also es fühlt sich anders an. Das ist wie Hundejahre. Ne? Wir sind jetzt knappe 3,5 Minuten gelaufen. Es fühlt sich an wie 8. Oh weh, und das gruselt mich echt schon vor so ein paar Questgebieten. Abwarten. Vielleicht wird's gar nicht so schlimm. Dahin denke ich, ne, also ich glaube, wenn wir so auf den Endspurt Level 60 sind, bis dahin haben wir zumindest irgendwo, denke ich, oh, ich gehe mal davon aus, haben wir ein Reittier? Sind dann auch schon ein bisschen schneller unterwegs. Ich meine, das macht die Wege ja nicht kürzer. Man hat sie ja nur schneller hinter sich gebracht. Zumindest ein Bruchteil. Irgendwie, ne? Oder wie man hat, 40 oder 60% schneller. Ein bisschen mal raus. War wieder der Vergleich, ne? Wenn ich jetzt umloggen würde und würde sagen, komm, ich spiele jetzt einfach mal, ne, hier ganz normal, ganz regulär. Ich meine, ich habe gar keinen Platz mehr frei, ne, auf mehreren Accounts. Ich habe gar keinen Platz mehr für irgendwelche Charaktere. Aber wenn es so wäre. Der Level 13. Da bist du innerhalb von 20 Minuten, eine halbe Stunde. Finde ich jetzt nicht übertrieben. Jetzt natürlich nicht unter den gleichen Voraussetzungen, sondern wenn dann wirklich hier so ein... Ich glaube, da gab es wirklich einen Trank. Dann gab es hier Umhänge, also es gab Sachen, die man anziehen konnte, ne? Erbstücke, die einen das Ganze dann auch nochmal so ein bisschen vereinfacht haben. 25% schneller und hier gibt es aber ja, glaube ich, gar nicht. So, dann haben wir auch das mal runtergerissen. Seid auf der Hut! So, und ich habe jetzt nicht dahin geguckt, während ich dahin gelaufen bin, aber weil ich mich erinnere, gibt es dann auch hier drin noch eine weitere Quest. Bei dem anderen Turm, da sollte man ja nur diesen Piloten da irgendwie finden und dann war es halt schon, ja, gehst du mal weiter. Oh, und hier steht gerade gar kein Zwerg. Warum habe ich im Kopf, hier steht ein Zwerg? Steht hier gar kein Zwerg? Ich bin verwirrt. Sucht Bingles mit Ironforge. Am Loch Modan, ja, okay. Ohne Scherz? Oder war das jetzt der falsche Turm? Hab mich schon wieder so verplappert, ich habe da gar nicht drauf geachtet. Egal. Dann gehen wir einfach weiter. Südtorpass. Ja, ich glaube, auch hier kriegen wir jetzt zwei Quests. Aber ich hatte echt im Kopf, man kriegt hier jetzt noch eine. Also Timer. Ich dachte, wir sind länger unterwegs. Moment, wir sind doch noch gar nicht. Bin ja noch gar nicht fertig. Ich glaube, hier kriegen wir jetzt zwei Quests. Und beim letzten, also mit dem anderen, mit dem Jäger, deswegen habe ich jetzt rein zufällig, habe ich auch nur gesehen, weil mit dem bin ich dann hier durch. So, hier haben wir jetzt zwei Quests. Die nehmen wir auch beide an. Was kann ich für euch tun? Haben
sondern laufe ich in die entgegengesetzte Richtung. Ich glaube, auch da hat man dann oben im Turm auch nochmal eine Quest gekriegt. Ich habe es da einfach nicht gesehen. Ich meine, ich habe mit Elba jetzt auch nicht wirklich geguckt. Ich war auch total verwirrt. Wir sind dann hier doof in der Gegend rumgerannt. Anstatt zu questen. Ne, da sind wir dabei. Ne? Wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Mögen eure Reisen sicher sein. So, auf einmal kriegen wir hier ne, im Loch und haben auf einmal Quests. Ja, auf einmal macht das Gebiet irgendeinen Sinn. Ich habe ja schon über die Sinnlosigkeit so ein bisschen philosophiert gehabt. So, aber ich laufe jetzt erstmal zur anderen Seite. Beziehungsweise jetzt laufe ich nach oben, wir laufen quer. Ja. Süß. Wir müssen jetzt auf die andere Seite. Ne? Wir sind beim letzten Mal hier auf der Karte, ne, waren wir hier oben und da laufen wir jetzt auch nochmal hin. Silberbach, also zu diesem Nordtorpass. Auf der anderen Seite, ja, wenigstens haben wir die Karte schon mal mehr oder weniger aufgedeckt, ne? Ja, das war aber nicht ganz ersichtlich. Oder ich habe die Quest einfach nicht gesehen. Oder wenn ich sie gesehen habe, dann habe ich sie nicht gesehen oder nicht richtig durchgelesen. So, aber auch ganz... Oh nein! Ganz optimistisch betrachtet. Mit 2,5 Stunden, denke ich mal, werden das hier... Oder könnten das tatsächlich werden. Außer das geht jetzt auch immer ratzfatz. Vergleich zum Jäger. Hey, wenn wir gerade hier sind, was soll's dann? Bisschen Wasser habe ich noch. Ich hoffe, die kommen nicht alle auf einmal. Versuche mir die da jetzt gleich einzeln wegzuholen. Habe ich noch irgendwas Buffendes, was Stärkendes, ne? Irgendwas Powermäßiges? Nein, das stellt alles nur wieder her. So richtige Buff-Food ist das alles nicht, ne? Das gab es auch erst ganz viel ne, später. Sehr viel später. Vom Level her meine ich jetzt. Ja, 20 Trocks. Eins. Sachen zu schmeißen, du Assi. Also ich weiß nicht, diese göttliche Pein, ne, die hat es irgendwie einfach nicht noch. Talentpunkte. Ja. Skill weiter mit deinem Schwung. So, der muss weg. Jedenfalls habe ich das nicht mehr in Erinnerung, dass man wirklich so oft dieses letzte komische Gebet und so was alles hier brauchte.
bin außer Reichweite. Könnte Schattenwortschmerz eventuell ein bisschen schneller ticken? Meine Fresse, ne. Bin ich zu low für low modern? Andererseits, es gibt ja Klopp-EP, also natürlich, das ist jetzt an dem Punkt, ne, leider die rumheul. Wird sich auch kaum vermeiden lassen. Ah, okay. Kill- und Sammelquests. Auf meinen Mana, wenn dann jeder Kampf, da muss ich mich wirklich nach jedem Kampf hinsetzen. Ja, okay, Quest ist normal. Wie gesagt, da kommt immer so dieses Zwischendurch durch, dass man sich denkt, Mann, das kann doch nicht sein, ist unmöglich. Nein, ist es nicht. Oh, hier du Trock. Dotte dich. Aufrecht geworden. Ja, wundervoll. Reicht das noch aus? Das lädt immer noch auf. Ja, lauf du nur. Zweifelsfall, ne, um mit schön zu reden, ne, ja, ich will ja Waffe skillen. Okay, aber ihr seht ja, es geht, ne, es geht. Es geht nicht schön, aber es geht. Komm, tank dich erstmal voll und dann mache ich hier einfach mal so ein bisschen weiter. Ich sehe gerade, ne, erfrischendes Quellwasser, das, ne, so langsam, ne, bringt es das nicht mehr. Bocksteinzahn. Hatte ich jetzt übrigens auch den Namen wieder gelesen, ne, wie diese Instanz hieß hier, wie war das? Uldaman, glaube ich, ne? Uldaman. Ist hier mal ein strammer Respawn, den ihr da habt. Und auch immer an derselben Stelle. Ich hab da noch nie so drauf geachtet. Ich habe es wirklich nur zufällig mal gesehen. Ne, da oben, wie dieses Talent mit der Willenskraft dann prockt.
noch Kilometer weit weg vom Camp. Ich brauche mehr Mana. Los, mit dem Stock ins Gesicht. Zack, zack. In den Hund. Er hat seinem Kollege Bescheid gesagt, das ist ja fies. Wirklich fies. Bin echt gespannt, wenn das nächste Talent kommt. Wir haben ja nur eine Chance von 80%, glaube ich. Na, auf ihn hier. Ich habe ihn gerade rein zufällig gesehen, wie dieses Talent angesprungen ist. Bei 100% hat man es ja jedes Mal. Nee, so 100%ig. Warte doch, läuft er nicht weg? Arsch. Ja, ich sag mal, willst du nicht gerade mich immer hier beim Trinken dann so unterbrechen, so der Respawn oder so, dann ist das okay. Da kommen wir doch mehr. Guck mal, wir kommen noch richtig gut voran. Dann haben wir auf einmal gleich zwei Quests erledigt. Ne? Bumm, wir kommen gleich nach Loch Modan. Ich habe vergessen, wie das Ding heißt. Tessel, Tassel, Tussel. Tilsamar. Ne, wir müssen jetzt zurücklaufen. Quest abgeben. Wie komme ich jetzt? Ja, egal. Manchmal, wenn ich rede, ne, einfach nicht zuhören. Eine Bumsematte und Hundeneser. Knallharter Zwergenkämpfer. Wir kämpfen gegen das Unrecht und gegen Trox. Den hätten wir, glaube ich, schenken können. Erdwurzeln. Bin ich hoch genug? Okay, nee, habe ich doch gar nicht mehr. Mana-Regeneration außerhalb des Kampfs. Die könnte ruhig ein bisschen strammer sein. Oh, verdammt. In so eine Trockgruppe renne ich jetzt natürlich nicht rein, aber... drüben. Da renne ich rein. Nicht ein Bär, ein Speer brauche ich. Da. Okay, Zähne haben sie alle.
Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Jetzt muss ich mal ganz schnell was gucken. Nicht hier im Spiel, sondern ich muss schon wieder mal kurz abdriften. Weil den hole ich mir auch schnell. Nee, aber im Moment, es geht sehr angenehm hier mit dem. Queste. Auch wenn ich rummaul. Ich maul immer. Aber nur zum Maulen. Dann kann ich hier gefahrlos mal für eine Sekunde. Ja, warte mal. Machen wir mal den hier. Zu viel. Machen wir den da. Einen Moment. Ich bin sofort wieder bei euch. Eben schnell so ein Schlückchen getrunken. So, und schon geht's weiter. Eba. Wir haben ja hier keine richtige, oder ich mache keine richtige Rotation irgendwie, was meine Zauber angeht. Aber mir fällt auf, da ist es wieder, der whiny Weinmann. Mir fällt auf, es fehlt mir manchmal so, irgendwo fehlt mir ein Zauber noch zwischen. Und vor allem, wenn dann auf einmal ein ausweichen oder widerstanden wird, ein Zauber, dann steht man da erstmal, hat die ganzen Cooldowns irgendwie. Also manchmal ist das ein bisschen. Mir fehlt echt so dieses Gedankenschinden. So, habe ich die Splitter alle erhalten? Geht es nur noch um Speer? Ihr seht nicht aus wie Speer. Das ist wieder ein ganz anderer. Alter Schwarzspeer. Oh, Momentchen. Weil, wie schon gesagt, ne, EP und Zähne. Zähne brauche ich nicht mehr, also EP geben sie alle. Jedenfalls, und das sollte ich gleich nicht vergessen, wenn wir dann die Quest abgehen, ich muss unbedingt meine Flüssigkeit da unten wieder auffüllen. Taschen sind eh voll.
ich hatte doch noch nicht alle Zähne. Ich war irgendwie der Meinung, dass... Ne, aber einfach nur, damit ich diese bedächtliche Stimme gerade auch so ein bisschen loswerde. Welche Klasse spielt ihr denn? Oder habt ihr immer gespielt? Oder werdet ihr in Zukunft spielen? Dann schreibt's mir in den Chat. Sagt mal Hallo, stellt euch vor. Macht von mir aus Werbung für euren Kanal. Kein Problem. Hol noch mal eben meinen Kontrollmonitor. Also meinen Kontroll... Nö, Kontrollding. Das Blöde ist, Akku ist kaputt. Akku hält immer nur noch halbe Stunde. Ist ja egal, ne? Auch wenn mich jetzt einer angreift. Solange es kein PvP ist. Komm. Auch nervig. Ich glaube, ich muss mir echt mal... Kopfhörer ohne Kabel ist sowas heutzutage wieder eine Option. Dich will ich jetzt nicht umhauen. Ich will einen Speer. Jetzt will ich aber mal wieder einen von denen, die ich brauche. In unregelmäßigen Abständen. Hier eigentlich nicht mit dem Ding. Ja, fangen wir an zu schwächeln. Was machst du da eigentlich? So, jetzt der letzte Speer. Nehme ich auch noch mit. Ich bin ja ein besagter Gierzwerg. Ich glaube, sogar dieses Level hätte man in anderthalb Stunden schaffen können. Wie gesagt, ich habe jetzt nur rumgegimmt, ne? Und das ganze Gelaufe. Ja, wir haben auch hier und da dann die Quests abgeschlossen, aber trotzdem, das hätte noch konsequenter laufen können. Hab ich rumgebummelt. Ein Speer brauche ich noch, Leute. Was meint ihr? Kann ich mir den da gefahrlos holen? Kann ich mir den so rausziehen? Ich glaube eher nicht. Bär. Zauber ist noch nicht bereit.
Das lässt immer noch auf. Also was? Aber ja. Das war ja schon vorher klar, oder? Gehen wir mal gucken, ob es sich wenigstens gelohnt hat, ob wir den einen da eventuell... Nein, haben wir nicht. Wenn wir den wenigstens gekriegt hätten. Bis eben du reif. Ich habe kein Ziel. Na endlich, das hat ja auch mehr oder weniger gut funktioniert. Quests wären abgeschlossen. Ich denke jetzt einfach mal, dass wir auch wieder zurück müssen, da die Quests abgeben. Erstattet dann wieder Bericht. Das machen wir doch glatt und ich glaube, damit haben wir dann auch unser Ziel erreicht. Glaube ich. Gleich sehen wir es genauer. Eba. Ach, ihr seht meine Ärmchen ja gar nicht. Aussieht. Dankeschön. Hallo. Bleib sauber. So, das hilft uns natürlich auch sofort weiter, ne? Ein Level mehr. Quest, warum nicht? Schön, euch zu sehen. Man sieht sich. Waren das jetzt die anderen Dinger, die du nicht nehmen, Kerze, Leute? Oh, Captain Rubelfuß. Bleibt auf dem Boden. Schöne Sache. Ich freue mich. Moment. Ich freue mich auch wegen dem hier. Ne? Endlich mal Punkt reinsetzen. Ja, und da geht es dann als nächstes los. Und bis hierhin Gedanken schinden, da dauert es noch. Aber hey, die ersten 5 Punkte haben wir schon mal verbraten. So, aber mitten in der Pampa bleibe ich jetzt auch nicht stehen. Hey, wir sind über ein Gold gekommen. Habe ich auch noch nicht gesehen. Und zum Trainer, glaube ich, brauchten wir ja erst regulär. Wobei, vielleicht habe ich mich da auch verguckt. Hätte ich gesagt, ja, dann müssen wir erst mit 18 wieder hin. Natürlich auch Blödsinn sein, ne? Gedankenschlag 2 wäre natürlich schon hammermäßig.
In Ironforge, der Priesterlehrer. Habe ich jetzt gar nicht so sehr auf dem Schirm. Den Paladin stand der auch, oder? Beziehungsweise will man Vordereingang und dann links rum. Bis zum Schluss. Und dann wieder links. Nicht sicher. Ah, ein Hortler. Ein Taurenkrieger, der hier einfach so durchwandert. Der will doch da hinten in die Instanz rein, ganz bestimmt. Da war doch was, von wegen Getränke wieder auffüllen. Ne, dann brauche ich es nicht machen, wenn ich dann in dem nächsten Dingen wieder einlogge. Da steht auf einmal einer. Hallo? Kaufen, verkaufen. Beine können weg, sowas kann weg. Blöd, wenn wir hier eingesammelt haben. Ne? Alles nur Plörre. Seid auf der Hut! Der hat gar kein Trinken für uns. Was geht euch durch den Kopf? Man sieht sich. Wie geht's? Bleibt sauber. Ich habe auch immer das Gefühl, wir werden hier, Moment, beim Schneiderbedarf nicht unbedingt. Was haben wir da oben? Kräuterkundiger. Wo ist die Kneipe? Ich bin Zwerg. Schnell, Kneipe. Hier. Lass mich doch mal eben. Ach, da ist sie ja doch mal was. Ja, willkommen. Wunderbar. Willkommen im Loch Modan. Mögen eure Reisen sicher sein. Ich glaube, wir werden uns die nächsten paar ein bisschen hier aufhalten. Okay, aber ich wollte erstmal meine Taschen füllen. Hier, Holgemeid. Bleibt auf dem Boden. Durst. Wie geht's? Mischt Durst. Doch soweit. Also ich glaube, das reicht uns. Essen brauche ich nicht. Ich kann uns einfach heilen. Ob man sowas hier nachher zum Kochen oder jetzt sowas zum Kochen sammelt. Auch da Buffood. Ja, ist lustig. Werden wir auch mal behalten. Aber wir können uns ja einfach so heilen. Auch sowas hier. Ne? Einfach hier, komm weg. Mir egal, ob das auch mehr Rüstung hat als das, was ich schon anhab. Da haben wir noch einen Questgegenstand. Kerzen, du nicht neben Kerze. Verringert die Rüstung des Ziels 30 Sekunden lang um 50. Wenn da jetzt 50% gestanden hätten, dann wären die Kerzen richtig geil gewesen. So, was haben wir dann hier? Wir haben hier und wir haben. Das brauchen wir alles nicht, sondern Milch. Lecker Milch, vermutlich von Ziege. Damit mache ich mir jetzt wirklich mal ein bisschen die Taschen voller. Muss einfach sein. Also das sollte uns nicht ausgehen. Fünferbeutel, Achterbeutel lohnt sich so nicht, ne? Man sieht sich! Soll ich zurückporten? Soll ich mal beim Trainer gucken gehen? Das juckt so ein bisschen. Ich bin mir nicht sicher, aber das juckt so ein bisschen. Das war da wenigstens mal gucken. Ich könnte fliegen, ich könnte aber auch einfach das Ding hier benutzen. Dafür ist er ja da, ne? Gehen wir mal gucken. Das machen wir noch. Ja, und dann geht es scheinbar beim nächsten Mal hier weiter in Loch Modan. Endlich mal. War mir nicht bewusst, ob man da wirklich im Handlungsstrang da so dermaßen folgen muss. Ich gehe einfach mal, ohne eine Wache zu fragen, ich gehe einfach mal gucken. Ich glaube, da hinten drin, da wo auch die Paladin-Lehrer stehen. Ich glaube, da standen auch unten dann die Priester-Lehrer.
Halle der Mysterien. Ja, und da war doch schon hier, ne? Priesterlehrer. Hallo, mein kleiner Freund. Mein Zwergen. Wie geht's? Doch verguckt. Okay, wir haben Erneuerung. Erneuerung ist gut, die könnte ein bisschen dicker sein, ne? Psychischer Schrei. Ich habe immer 4 im Kopf, aber auch den nehmen wir uns gerne mit. Krankheit heilen, warum nicht? Und auch die göttliche Pein. Waren wir uns ja auch einig, könnte ein bisschen dicker sein. Die Pein könnte dicker sein. Ja, wunderbar. Man sieht sich. Krankheit heilen ist jetzt eine dieser Talente. Ich weiß nicht, ob man die jetzt schon sofort gebraucht hätte. Jetzt haben wir sie. So, Erneuerung 2. Schön. Göttliche Pein. Den ersten lasse ich trotzdem drin. Einfach wegen Mana. Ne, das ist immer noch mal so einer oben drauf. Und der psychische Schrei. Aber das Gefühl, den werde ich öfter benutzen. Ja, da hat sich das also auch noch gelohnt. Haben wir auch das mit dem Trainer erledigt. Wir haben unseren Fähigkeitspunkt abgelegt. Wir haben ein bisschen Geld, also Silber, ausgegeben. Aber ich glaube, das war auch alles irgendwie notwendig. Glaube ich. Ja. Wunderbar. Ne, ich bin mehr oder weniger zufrieden mit dem, was wir bislang gemacht und geschafft haben. Ne, wie gesagt, ich werde jetzt auch langsam immer ruhiger und habe jetzt auch langsam, ich will nicht sagen keine Lust mehr, aber ein leichtes Hungergefühl. Schon wieder. Wir nähern uns immer weiter. Ne? Unaufhaltsam. Ne? Sind wir jetzt Level 14 und nähern uns Level 60. Nee, aber das geht jetzt, glaube ich, schneller als man denkt. Bin zufrieden. Ja, Leute, dann bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal jetzt an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinschaut, wenn ihr meinem Kanal folgt oder auch, wenn die Möglichkeit besteht, was in den Kommentaren oder auch im Chat hinterlasst. Oder, ja, natürlich abonniert, Daumen nach oben, alles, was dazu gehört. Ihr kennt das Spielchen, ne? Da brauche ich nicht eigentlich jedes Mal erzählen, wobei es wird dazu geraten, dass man es jedes Mal erzählt, deswegen mache ich es. Oh, 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 oh. Die Höllenbestie. Ja, nein, das war es dann wieder. Ne? Für heute war es dann mit dem Stream gewesen. Wir haben, ja, die 2 Stunden geknackt. Die 2,5, nicht ganz, brauchten wir aber auch nicht, ist aber auch egal. Wir haben unser Tagesziel erreicht, wir sind Level 14. Leute, ich mache mit diesem Stream hier heute erstmal Schluss. WoW gibt es dann wahrscheinlich morgen oder übermorgen wieder, ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Und dann, ja, schauen wir einfach mal, ne? Es geht weiter, es geht unaufhörlich weiter. Unaufhaltsam. Hallo, du kleine sexy Zwergenfrau. Leute, ich habe es immer so schwer, einen Abschluss zu finden. Bis zum nächsten Mal. Ich bin der Korgen. Bis dann.